Servus, grüßt euch und alle miteinander zu einem neuen Video von Mach's mit Freude. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, was haben wir heute für euch? Als allererstes ein kleines Review, und zwar von unserer neuen KitchenAid Artisan, die wir uns jetzt einmal gegönnt haben. Ich wollte schon immer mal eine KitchenAid haben. Meine Frau hat schon ein Unboxing-Video hochgeladen, habt ihr euch vielleicht schon angeschaut. Genau, und hier kommt jetzt praktisch der kleine Test dazu. Und ja, wie machen wir diesen Test? Ganz einfach, wir machen ein Weißbrot. Wir backen ein schönes, klassisches Weißbrot mit Hefeteig. Ich habe das Rezept von Thomas Kocht, ich habe es aber ein bisschen abgewandelt mit Backzeiten etc., weil jeder Ofen ein bisschen anders ist. Aber trotzdem, wenn ihr wollt, ihr könnt gerne mal bei Thomas Kocht vorbeischauen. Ist ein richtig cooler Channel mit mega guten Brotrezepten und sonstigen Sachen. Ich habe schon einiges nachgekocht und kann es sehr empfehlen. Ja, also womit fangen wir an? Wir fangen an mit 300 Gramm Wasser. Ich sage auch ganz bewusst Gramm. Ich messe mir das Wasser nämlich immer ab auf der Waage. Also ich wiege es ab, ich messe es in dem Sinne nicht in dem Behälter, sondern ich wiege es ab. Warum? Ganz einfach deshalb, weil man sieht ja hier diese Striche, da kann man noch so genau das Wasser einfüllen. Man wird nie genau die Menge kriegen und es kann gut passieren, dass man mal 10 oder 20 Milliliter mehr oder weniger hat. Und wenn die Mehlmenge passt und man dann aber viel zu viel Wasser hat oder auch diese 20 Milliliter mehr, die können schon ganz schön viel ausmachen, dass der Teig total batzig wird oder auch zu trocken, wenn es zu wenig Wasser ist. Deswegen wiege ich das Wasser immer ab. Genau, dann haben wir hier ein halbes Kilo Mehl. Da habe ich jetzt ein ganz normales Weizenmehl, 405 genommen. Man kann aber auch ein Dinkelmehl, 630 nehmen. Müsste eigentlich ziemlich genau sein. Oder 550er Weizenmehl müsste auch gehen. Da muss man aber dann individuell nochmal schauen, so mit der Wassermehlmenge. Genau. Aber so 300 Wasser, halbes Kilo Mehl mit dem 405er Mehl, da kann nichts passieren. Dann haben wir hier 12 Gramm Salz und 2 Gramm Trockenhefe. Nicht viel Hefe, aber man braucht auch gar nicht so viel Hefe. Oder ein Teelöffel, also ein Teelöffel entspricht ziemlich genau 2 Gramm. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich packe erst einmal das Wasser in die Schüssel rein. Also ich habe das schon mit anderen Küchenmaschinen gemacht, aber noch nie mit der KitchenAid. Deswegen bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt wird. Das machen wir erstmal an. Und jetzt lösen wir praktisch die Hefe erst einmal auf. So. Genau, jetzt können wir währenddessen, können wir jetzt hergehen. Wir können das Salz schon mal nehmen. Wir können das hier reintun, ins Mehl. Einfach ein bisschen durchmischen. Und dann haben wir da nachher keine Stellen, wo zu viel oder zu wenig Salz drin ist. Das mischte ich eh nachher nochmal alles durch. Ich hätte natürlich auch den Schneebesen dafür nehmen können. Aber wisst ihr was, das probieren wir einfach mal aus. Das schaut auf jeden Fall um einiges besser aus. Das war es im Endeffekt auch schon, mehr brauchen wir gar nicht. Und jetzt können wir anfangen, dass wir da schon mal was reingeben. Ich mache das nach und nach. Da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Technik. Aber ich mache es so und bin damit eigentlich immer bis jetzt echt gut gefahren. Na komm. Irgendwann vorher muss man den Schneebesen austauschen. Ja, absolut. Komm raus, Hetzer. Dann packen wir gleich das restliche Mehl rein. Na, jetzt dürfte es doch besser gehen, ha? Jetzt geht es sicher besser. So. So, oh, da geschafft. So. Lass mir das hier alles mal vermengen ein bisschen. So, jetzt muss es ungefähr 5 Minuten, wenn sich alles vermischt hat, 5 Minuten auf der kleinen Stufe kneten. Und dann schauen wir mal, wie der Teig ist. Und jetzt klappe ich die Maschine mal kurz hoch, weil der Teig, wie ihr sehen könnt, sich brutal dran gehängt hat, hier an den Knethaken.
Eieiei. Aber er hat schon echt eine gute Konsistenz. So. Das ist schon. Drück mal rein. Das gefällt mir schon, ja. Also er ist noch nicht, bei weitem noch nicht fertig geknetet. Aber also so fürs Erste. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und jetzt schalten wir einfach nochmal an. Und jetzt lassen wir die Kiste einfach nochmal ein bisschen laufen. Jetzt haben wir den Teig nochmal ca. 5 Minuten auf der zweiten Stufe geknetet. Also 5 Minuten auf der ersten Stufe circa und dann nochmal 5 Minuten auf der zweiten. Jetzt schauen wir mal nach. Ja. Unser hat ganz schön geflattert, ne, teilweise. Ja, genau, deshalb wollte ich noch sagen. Und zwar, ich habe gemerkt, das bei der KitchenAid, weil ich kenne das nur von den alten Küchenmaschinen, dass sich der Teig gefühlt nur dreht. Einfach nur dreht, da kann ich ihn genauso gut selber kneten. Und dadurch, dass die ja so ein Planetenrührwerk hat, was sich ja dann auch nochmal um sich selber dreht, dann habe ich jetzt gemerkt, dass der Teig gefühlt erstmal sich nur dreht und habe mir schon gedacht, oh, okay. Aber dann klatscht er immer wieder gegen die Schüsselwände und wandert auf dem Knethaken hoch und wieder runter. Dann hört er wieder auf zu klatschen, dann dreht er sich wieder nur und genau so wird er ja auch durchgeknetet. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob er reißt. Aber er reißt noch relativ schnell. Das heißt, wir müssen ihn eigentlich, das ist zu schnell, also so sollte er noch nicht reißen. Wenn ich unten mit meinen Fingern so versuche, den so aufzudünnen, dann reißt er trotzdem recht schnell. Und man sollte ihn schon ein bisschen ziehen können. Aber deswegen lassen wir jetzt einfach die Maschine nochmal laufen. Und dann 5 Minuten. Und dann hat das Gluten nochmal Zeit. Dann ist er auch Klebereiweiß, das ist ja eigentlich, ne? Das Gluten, sich miteinander zu verbinden und den Teig immer elastischer zu machen. Und deswegen ist auch das Geheimnis auch bei den guten Pizzateigen, dass die richtig lange gehen, mit wenig Hefe und viel, viel, viel geknetet werden. Und deswegen die dann so elastisch sind, dass die Pizzabäcker hier den schönen Swirl über den Kopf machen können, ohne dass es den Teig und das ganze Restaurant pfeffert. Genau. Deswegen lassen wir das jetzt nochmal 5 Minuten so laufen. Und ja, bis gleich. Die 5 Minuten sind um. Es waren sogar 6. Aber jetzt hat, glaube ich, schaut das ganz gut aus. Wir kneten den eh noch mal kurz von Hand durch. Und die KitchenAid ist sogar ein bisschen warm geworden. Ja, ne? Sie ist tatsächlich ein bisschen warm geworden, aber ist ja auch klar. Ne? Ist wahrscheinlich normal. Ich denke mal. Ich habe jetzt da natürlich nicht so eine Referenz. Aber wenn ihr Bescheid wisst, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Na komm, heieiei. Hat sich ganz schön festgezogen da. Ich muss mal einen Tropfen Speiseöl. Genau, das machen wir. Oh, man sieht mich. Spiegelst du dich? Mhm. Ich walk den jetzt noch mal ein bisschen von Hand durch. Ich weiß nicht, ob es unbedingt sein muss, aber es gibt mir einfach das Gefühl, dass ich selber auch noch was gemacht habe und nicht nur die Maschine abrühren lassen. Deswegen. Jetzt ist es handmade. Jetzt ist es handmade. Vorher war es machine made, jetzt ist es handmade. So, ja, und es ist definitiv, kann man ihn schon immer viel, viel weiter ziehen. Kann ihn viel, ja, jetzt reißt er da, aber ich kann ihn viel weiter ziehen als vorhin. Ich knete ihn jetzt noch ein bisschen durch. Man kann sich das immer so auch merken, wenn der Teig aussieht wie so ein, wie sagt man, glatt wie so ein Babypopo. So ganz, so, noch nicht ganz, aber dann ist er richtig. Wenn er sich nicht gleich auffasert, ein bisschen fasert er sich noch auf. Und wenn er schön nachgibt, aber auch wieder rauskommt ein bisschen. Ja, kommt ein bisschen, kommt leicht raus. Ah ja, da, wenn du es seitlich machst, dann sieht man es. Ja, so, dann machen wir es mal hier. Da kommt er wieder leicht raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann kommt er zurück in die Schüssel. Und dann tun wir den ungefähr für 1 bis 2 Stunden. Das hängt immer ein bisschen von der Temperatur ab im Raum. Lassen wir den gehen. Decken den dann auch ab mit einem feuchten Geschirrtuch. Das ist ganz wichtig, dass er nicht austrocknet. Sonst wird er reißen oder? Ja, auch, dann, oder? Dann wird er hart und dann wird er, ja, dann wird es ein trockenes Brot und dann kriegt er oben wie so eine Kruste.
Und wenn du den dann knetest, dann hast du lauter harte Stücke in deinem weichen Teig. Und das Endergebnis davon ist eher suboptimal. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir noch mal schnell. So, jetzt können wir ihn schön aufziehen. So. Ja, das passt. Das ist gut. So, jetzt schlage ich mir den schön ein. Und packen wir hier in die Kitchen die Schüssel gleich rein. Ich bin gerade zu blöd, den Knethaken rauszunehmen. Ah, nee. Gut. Jetzt muss man es einölen. Ja, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen einölen. Genau. So, kommt jetzt hier rein. Ich glaube, die muss ich schnell ausspülen. Die Schüssel. Da ist mir nämlich noch ein bisschen zu viel Zeug drin. Also ich mache mir jetzt hier eine schöne Kugel, einen schönen Ball, einen schönen Weichen. Jetzt sieht man auch, wie schön glatt der Teig schon ist. Also hier, man sieht, ich ziehe mir das immer so nach unten. Immer so praktisch. Mhm. Immer oben schön straff ziehen. So, genau. Und unten drücke ich es immer zusammen. So, jetzt kriegt er hier schon ein paar Blasen, was richtig geil ist. Im Endeffekt falten wir den Teig ja auch immer so ein bisschen, wenn wir das machen. Also das unten wird der Boden, ne? Der, wo du es reindrückst. Nee, gar nicht einmal, weil jetzt wird er, es geht er ja erstmal. Das ist jetzt nur zum Gehen lassen und nachher sehen wir dann erst, wo der Boden geht, wo der Boden rauskommt. Weil wir jetzt danach müssen wir ja den Teig nochmal kurz straffen und dann entscheidet sich ja erst, in welche Richtung wir den ins Gärkörbchen legen. Genau, jetzt mache ich mal schnell ein Geschirrtuch nass. Einfach nur nass machen. Auswringen. Ja, so. Es muss nur feucht sein. Es sollte jetzt nicht tropfen. Es soll einfach nur feucht sein. Und jetzt decken wir diese Schüssel ab. Packen einen Teller drauf. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das in den Ofen drin habe. Man kann den Teig auch im Ofen gehen lassen, wenn man zum Beispiel eine Wärmflasche nimmt, da heißes Wasser reinfüllt und die Wärmflasche auf den Boden vom Ofen legt. Das reicht dann schon für eine Temperatur, weil nur die Lampe, wenn man die anmacht vom Ofen, ist die oft schon zu heiß, weil wenn es zu heiß wird, dann geht die Hefe kaputt und dann ist es kontraproduktiv, weil dann geht der Teig irgendwann gar nicht mehr. Ich habe jetzt eine super Temperatur im Teig. Ich habe nämlich heute früh was im Ofen gemacht und jetzt ist der Teig nur sogar der Ofen noch ganz leicht lauwarm und deswegen packe ich jetzt die Schüssel da rein. Passt sie rein? Passt rein. Und lass den Teig jetzt da für 2 Stunden circa gehen. Magic, magic. 2 Stunden rum. Naja, obwohl, wahrscheinlich eher 2,5. Kam noch ein bisschen was dazwischen. Aber jetzt schauen wir mal, was mit dem Teig passiert ist. Ich habe vorher mal ganz kurz reingerührt und ist auf jeden Fall aufgegangen. Oh ja. Da schaut's mal her. Oh ja. Der ist doppelt so groß, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt packen wir den erstmal da raus. Am Anfang klebt er meistens immer noch ein bisschen. Da sieht man es. Es ist jetzt nicht dramatisch. Und jetzt falte ich den einfach noch mal ein bisschen ein. Der ist auch richtig weich geworden jetzt. Oh, ich muss probieren. Da. Die Teigprobiererin. Ja, ich liebe Teig. Also. Das geht nie. Das geht nie. Und dass ich ihr Brot mache und die Nadja nichts davon probiert. Oh, sag mal Bescheid, wer noch alles Teig mag. Also ich liebe ja Teig. Rohen Teig, Pizzateig, Brotteig, nicht nur Kuchenteig. So, jetzt forme ich hier so ein Leib draus. Und schlag die Enden so ein bisschen ein. Ah, ich glaube, wir machen das jetzt nochmal ein bisschen so, genau. Ich ziehe jetzt praktisch auch den wieder so ein bisschen rund. Und mache hier oben wie so eine Naht. Genau, das ist dann praktisch, dass der da unten nicht aufreißt beim Backen.
Passiert aber auch immer wieder, dass der unten aufreißt. Ist auch nicht so schlimm. Allerdings muss man sagen, das Brot hält sich dann nicht ganz so lang, wenn es oben und unten aufreißt, weil natürlich die Feuchtigkeit aus dem Brot dann viel schneller entweichen kann und es schneller hart wird. Genau, bevor ich jetzt hier weitermache, müssen wir noch das Gärkörbchen einmehlen. Ich habe hier Roggenmehl. Das ist so ein kleiner Secret Trick, das mit Roggenmehl zu machen, weil Roggenmehl so gut wie kein, fast kein Gluten enthält und deswegen sich das Mehl nicht mit dem Teig verbindet. Sonst hat man nämlich immer das Problem, dass sich, wenn man erst Weizenmehl nimmt oder Dinkelmehl, sich das Mehl dann nach einer gewissen Zeit mit dem Teig verbindet und dann auch drin kleben bleibt. Und im Endeffekt man dann da nichts gewonnen hat. Dadurch. Ich schaue jetzt, dass das überall in den Rillen drin ist. Halbwegs zumindest. Dass in den Rillen mir kein Teig kleben bleiben kann. Ich tue das dann immer nur mit der Bürste, mit einer trockenen Bürste, gehe ich in den Garten raus und tue das dann einfach nur ausbürsteln. Und das reicht völlig. Manche legen auch ein Geschirrtuch rein, kann man auch machen. Mir gefällt so besser, weil man dann das Muster besser sieht. Ziehe ich ihn jetzt nochmal straff, bringe ein bisschen Spannung drauf, forme mir so eine kleine Wurst. Schau, dass ich die Enden da alle zukriege, dass da keine offenen Stellen bleiben. Genau, jetzt schauen wir mal, ob wir das ein bisschen länger noch kriegen. Der geht jetzt dann eh nochmal leicht. Nur ganz leicht auf. Jetzt packe ich den hier rein. Das wird dann der Boden. Das passt eigentlich ganz gut da rein. Wir geben jetzt dem einfach noch einmal ungefähr 3/4 Stunde Zeit. Ich decke das wieder ab mit einem Tuch. Nimmst du wieder das feuchte? Ich nehme wieder das feuchte Tuch, genau, von vorhin. Und stelle das dann einfach auf die Seite. Eins haben wir noch vergessen. Ich heiz jetzt gleich den Backofen vor. Da habe ich einen Pizzastein drin. Damit gibt es extra ein gewisses Aroma und halt diesen Steinofen-Style. Und ganz wichtig, tut eine Auflaufform rein. Aber keine aus Glas, sondern eine aus Blech. Damit wir den Teig im Dampf backen können. Schwaden nennt man das auch. Und jetzt machen wir einfach nur Ober-Unterhitze. Ja. Aber du tust jetzt noch kein Wasser rein. Nein, ich tue jetzt noch kein Wasser rein. 240 Grad. So. Und jetzt heizen wir den vor. Eine Dreiviertelstunde ist rum, ein bisschen länger sogar. Das macht aber nichts. Sehen wir hier, wie schön das wieder aufgegangen ist, das Brot. Jetzt nehme ich wieder das Roggenmehl, pack das da ein bisschen drauf, wie nennt man das, Pizzaschieber, wie auch immer, ja, pappe ich das da ein bisschen drauf, dass das nicht wegrutschen kann. Und jetzt schauen wir mal, ich hoffe, na komm. Oh, es kommt, ich sehe es schon. Es kommt, jawohl, ja, oh, super, klasse, ganz gut. So, da, da. Jetzt hat, machen wir uns noch Wasser. Heißes Wasser. Einfach nur in die Karaffe rein. Ihr seht gleich warum. Man muss jetzt ja nicht Leitungswasser kochen oder sowas. Das muss nicht sein. So. Und noch ganz kurz zum Ding, du meintest, es kann auch übergehen, oder? Genau, aber das ist bei der Menge Hefe. Wir haben ja nicht so viel Hefe drin, deswegen sind nur 2 Gramm. Glaube ich nicht, dass das so schnell passiert. Also wenn man es jetzt eine Stunde anstatt einer Dreiviertelstunde liegen lässt, dann ist das auch nicht so schlimm. Zumindest habe ich noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht und ich habe auch schon Brotteige vergessen. Und jetzt schneide ich den einmal ein, den Teig, oben, dass der schön gleichmäßig aufreißt. Genau, so, gut. Und jetzt kommt es hier rein, für 20 Minuten im Dampf. Die Auflaufform ist nämlich jetzt richtig schön heiß.
Deckel zu. Und jetzt Timer stellen auf 20 Minuten. Die ersten 20 Minuten rum. Jetzt tun wir die Wasserschale raus. Vorher muss man schon auf die Seite gehen. Ich habe mir nämlich schon mal richtig die verbrüht. Dann tun wir die Dampfschale raus. Da sollte man aufpassen. So. So, jetzt habe ich das runtergeriegelt auf ca. 160 Grad. Und jetzt nochmal 30 Minuten. Ohne Dampf backen und dann holen wir das Brot raus, machen den Krustencheck und dann sehen wir uns wieder. Jetzt ist die halbe Stunde gleich um. Ich wollte euch noch kurz zeigen, bevor der Timer klingelt, wie ich dieses Körbchen hier sauber mache. Dann gehe ich einfach her. Es ist jetzt draußen, draußen zu dunkel zum Filmen. Ich gehe einfach her mit einer ganz handelsüblichen Bürste und gehe einfach da rein. Und bürste das Ganze aus. Und dann ist das so gut wie sauber, oder? Ich mache das jetzt hier aber nicht fertig. Ich will auch wieder auf den Sack gehen, weil das Brot ist fertig. So, ich habe hier noch so ein Kuchenrost vorbereitet. Man kann auch ein normales Gitter nehmen, ein Ofenrost. Aber jetzt schauen wir doch mal hier hinein und ich würde sagen, et voilà, geilo. So, ich halte das jetzt mal kurz so. Das hört sich auch gut an. Ja, jetzt muss man es auskühlen lassen. Ganz wichtig, auskühlen lassen, bevor man es anschneidet. Wenn es auch ganz leicht warm ist, dann macht es nichts, weil so schmeckt es auch am allerbesten. Aber wie lange jetzt auskühlen lassen? Ich würde es jetzt wirklich mal ein paar Stunden auskühlen lassen, bis es wirklich maximal handwarm ist, so dass man eine ganz leichte Wärme vielleicht noch merkt, so dass Margarine oder Butter oder was auch immer man da drauf haben will, vielleicht noch ganz leicht schmilzt. Das sollte die maximale Wärme sein. Oder einfach ganz auskühlen lassen, weil es ist noch sehr viel Dampf in diesem Brot durchs Backen. Und wenn ich jetzt das Brot anschneide, dann geht dieser Dampf viel schneller raus und dann kann es passieren, dass mir das Brot viel schneller austrocknet. Deswegen muss ich halt dann einfach ein bisschen Geduld üben. Oh. Ja, ist so, ich weiß, ich bin auch immer total, ich will es essen, aber da können wir jetzt nichts machen. Das Brot ist jetzt abgekühlt, ich habe ungefähr 2 Stunden gewartet und jetzt ist es eigentlich total durchgekühlt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt komm mal her, jetzt machen wir mal den Anschneidetest. Okay, das schaut schon mal sehr gut aus. Jawohl. Ja, sehr gut. Ja. Und es federt auch ein bisschen. Sehr toll. Das ist richtig cool. Würde ich sagen, probieren wir das gleich mal mit unserer selbstgemachten Nuss-Nougat-Creme. Veganen Nuss-Nougat-Creme. Und falls ihr Bock drauf habt auf ein Rezeptvideo, dann schreibt es unten in die Kommentare und dann machen wir hier noch ein Rezeptvideo für eine vegane Nuss-Nougat-Creme. Es ist nur recht warm und ich habe ein bisschen zu viel Kokosöl drin dieses Mal. Ist recht flüssig, macht aber gar nichts, schmeckt mega gut. Das magst du gleich mal probieren? Aber unbedingt. Dann gebe ich das jetzt einfach mal so rüber zu dir und du kannst mal vorkosten. Ich probiere das Scherz und das Endstück. Mhm. Absolut spitze. Boah. Genau so muss ein Weißbrot schmecken, meiner Meinung nach. Mm. Mit Vollmund spricht man nicht.
So, lecker, jetzt muss man schnell zu Ende machen, dass ich das hier fertig genießen kann. Abschließend, die KitchenAid hat sich super gelohnt, mit der kann man richtig toll Teige durchkneten. Wie gesagt, ihr werdet sie noch öfters sehen im Video. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's es gut, Servus, habe die Ehre.